Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Weltethos Schweiz begrüße ich Sie zu dieser zweiten Hans Küng Weltethos Lecture, die jeweils am letzten Montag im November an der Universität Luzern stattfindet. Mit der Post-Podcast-Aufzeichnung ist sie zugänglich auf den Websites der Universität und der Weltethos Stiftung. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Speziell begrüßen möchte ich die hier anwesenden Verwandten von Hans Küng. Ebenso begrüße ich Hans Küngs Heimat- und Geburtsort, die Stadtpräsidentin, Frau Sabine Beck, Pflugshaupt. In Vertretung der Stadt Luzern ist Jules Gutz anwesend, Präsident des Großen Stadtrates und für die römisch-katholische Zentralkonferenz RKZ, deren Präsidentin Renata Asel-Steger. Außerdem begrüße ich unter uns Herrn Stefan Schlenzog, den Generalsekretär der Stiftung Weltethos Tübingen, sowie die beiden Gastgeber der Universität, Professorin Nicola Ottiger und Professor Peter Kirschläger. Schließlich ein besonderes Willkommen an die Referentin des heutigen Abends, Frau Dr. Tanja Baffenholz. Schön, dass Sie hier sind. Das zu Ende gehende Jahr 2023 ist, wie schon das Vorjahr, gekennzeichnet durch multiple Krisen und Kriege. Zusätzlich zum Krieg in der Ukraine ist der Konflikt im Nahen Osten in Israel entbrannt. Und in den afrikanischen Staaten Gabun und Niger putschten sich die Militärs an die Macht. Damit zieht sich südlich der Sahara von Guinea im Westen bis zum Sudan im Osten ein Gürtel autoritärer Regimes quer durch Afrika. So ließe sich fortfahren. Ich möchte hier keine Weltuntergangsstimmung befördern. Es gibt genügend Unheilspropheten, die dieses Geschäft betreiben. Beunruhigend ist jedoch der Umstand, dass öffentlich ausgetragene Debatten und Krisen und Konflikte zusehends mit härteren Bandagen geführt werden. Zeitdiagnostiker sagen uns, dass sowohl als auch sei abgelöst worden durch das Entweder-Oder. Standpunkte würden immer stärker dogmatischen Ausschließlichkeitscharakter erhalten. Religionen leben in dieser Hinsicht keinesfalls in einer Sonderwelt. Sie sind ebenfalls Teil der diagnostizierten Radikalisierungslogik. Das betrifft beileibe nicht nur den Islam. Fundamentalisten und ultraorthodoxe Zeloten gibt es in allen Religionen und Konfessionen. Gerade auch in der katholischen Kirche leiden wir unter den Folgen eines lehramtlich verankerten Absolutismus. Der frühere Diplomat Rudolf Adam hat kürzlich unter dem Titel »Drei Katastrophen, sechs Lektionen« in der Neuen Zürcher Zeitung einen bemerkenswerten Gastkommentar veröffentlicht. Frieden sei, so schreibt er, mit militärischen Mitteln nicht zu erreichen, weil Krieg die Mentalität des Gegners durch Leiden verändern wolle. Wichtiger als einen Krieg zu beenden, sei es, eine tragfähige Grundlage für einen Frieden zu schaffen, der als gerecht und dauerhaft gelten kann. Geradezu in der Tonalität des Propheten Jesaja schreibt er, Frieden ist die Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit setzt voraus, dass ein neuer Konsens über Werte und Regeln entsteht. Damit ist auch das zentrale Anliegen des von Hans Küng 1996 begründeten Projekt Weltethos genannt. Leitend war für Küng die Überzeugung, dass gemeinsame ethische Werte unverzichtbare Bausteine für den inneren gesellschaftlichen Zusammenhalt sind.
Dies gilt ebenso sehr für eine internationale Friedensordnung, die nach Maßgabe des Völkerrechts statt nach der Logik der Gewalt zu gestalten ist. Und entscheidend dabei ist, diese gemeinsamen ethischen Werte sind in allen Weltreligionen grundgelegt und sie sind es ebenso sehr in nicht-religiösen Weltanschauungen. Dem Geist von Hans Küng entsprechend ist die Weltethos Lecture nicht eine rückwärtsgewandte, gewissermaßen archäologisch ausgerichtete Veranstaltung. Die Weltethos Lecture lässt sich stattdessen vom Küngschen Gedanken der Zeitgenossenschaft und der Spurensuche leiten. Kein Überleben unseres Globus ohne ein globales Ethos, ein Weltethos gemeinsam getragen von religiösen und nicht religiösen Menschen. Ich wünsche Ihnen einen bereichernden Abend. Geschätzte Damen und Herren, auch von Seiten der Theologischen Fakultät, namentlich des Instituts für Sozialethik sowie des Ökumenischen Instituts Luzern, heißen wir Sie ganz herzlich willkommen. Ja, die Thematik des heutigen Abends könnte leider aktueller nicht sein. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. So heißt es im Matthäusevangelium im Neuen Testament. Das Christentum zusammen mit allen anderen Religionen steht in der Verantwortung, Frieden zu schaffen. Ihr ureigener spiritueller Kern verpflichtet alle Religionen zu Gewaltlosigkeit und zum Schutz des Lebens. Deshalb sind Religionen mit ihrem Eintreten für Friede und Gerechtigkeit, für das gute Zusammenleben als Menschheit unverzichtbar. Gleichwohl sind sie selbst oft Teil von Konflikten und Kriegen. Kirchen und Religionsführer tragen auch zur Konfliktverschärfung bei. Wir haben uns vor einem guten Jahr in der Planung dieser Weltethos Lecture für das Thema Friedensethik entschieden, nicht zuletzt auch auf dem Hintergrund des neuen Krieges in Europa, der uns allen so unerwartet und unfassbar nahe gekommen ist. Die Kirchen Europas stehen in der Situation, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine von einem christlichen Oberhaupt religiös legitimiert wird. Dies trotz jahrzehntelanger Bemühungen und Erfolge in der Ökumene, die sich auch niedergeschlagen haben in der Charta Ökumenica, der großen Selbstverpflichtung der europäischen Kirchen im Jahr 2001 auf Frieden und Gerechtigkeit. Darin auch die Selbstverpflichtung, gemeinsam Verantwortung in Europa zu übernehmen und die Einigung des europäischen Kontinents zu unterstützen. Seit dem Überfall mit massivem Gewaltexzess der Hamas auf Israel am 7. Oktober herrscht in Nahost wieder Krieg. Die seit Jahrzehnten schwierige Lage in Israel-Palästina sowie viele andere Krisenherde und Kriege, die auf der ganzen Welt wüten, bezeugen, wie sehr die Verpflichtung des Weltethos-Projektes auf eine Kultur der Gewaltfreiheit und der Ehrfurcht vor allem Leben dringlich geblieben ist und bleiben wird. Dringlich für das gute Zusammenleben auf diesem Planeten. Der Begriff Ökumene meint die ganze bewohnte Erde. Ökumene zielt immer darauf, Spaltungen zu überwinden und Einheit zu finden. Eine Einheit in Vielfalt. Deshalb ist Ökumene nie obsolet. Hans Küng hat gesehen, und er hat dies zu seinem Lebenswerk gemacht, dass die christliche Ökumene, wie auch die größere, die interreligiöse Ökumene, unverzichtbar sind für ein friedvolles und gerechtes Leben auf dieser
gemeinsam bewohnten Erde. Ein ökumenischer Denkstil ist gefordert, betont Hans Küng wieder und noch einmal 2018 in seiner Theologie im Aufbruch. Ein ökumenischer Denkstil angesichts vielfacher politischer, wirtschaftlicher und militärischer Bedrohungen der einen Welt und der gemeinsamen Zukunft der Menschen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ja, das Projekt Weltethos ist ein ökumenisches Projekt. Die Welt ist ein ökumenisches Projekt in Echtzeit. Damit dies gelingen kann, braucht es die Kirchen und die Religionen. Und es braucht alle Menschen guten Willens. Es braucht theologische wie außertheologische Kompetenzen und Engagements. Und vor allem braucht es die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteurinnen in Religionen, Wissenschaft und Politik. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen an der Universität Luzern, auch von meiner Seite. Ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Abendstunde willkommen heißen, zu dieser Auseinandersetzung mit Frieden. Aus theologisch-ethischer sowie ethischer Perspektive stellt sich bei Frieden zunächst einmal die Frage, was überhaupt Frieden ist. Ist Frieden Abwesenheit von physischer Gewalt? Bedeutet Frieden auch die Überwindung von struktureller Gewalt? Und welche Rolle spielen die Menschenrechte für Frieden? Sind die Einhaltung, die Realisierung der Menschenrechte gleichsam Voraussetzung für Frieden? Ebenfalls bewegt uns in der Ethik unter anderem die Frage, ob die Anwendung von Gewalt, die Anwendung von kriegerischen Mitteln je ethisch legitim sein können. Denken Sie zum Beispiel an Genozid oder ethnische Säuberung und die Möglichkeit, Genozid oder ethnische Säuberung, also massive Menschenrechtsverletzungen, mit kriegerischen Mitteln zu beenden. Ich denke, gerade in Bezug auf den letzten Punkt sind sogenannte humanitäre Interventionen durchaus können ein Instrument sein, das in den Blick genommen werden muss, wenn kein anderes Mittel zum Ziel führt. Hans Küng ist es in seinem Projekt Weltethos gelungen, auch Friedensethik in den Fokus zu stellen. Und deswegen freut es uns ganz besonders, heute Abend eine ausgewiesene Expertin, nämlich Frau Tania Paffenholz, hier willkommen zu heißen. Frau Dr. Tania Paffenholz, wurde 1965 in Köln in Deutschland geboren. Sie engagiert sich im Bereich des Transfers zwischen Forschung und Politik, insbesondere eben im Bereich der Friedensforschung, und hat für ihre umfassende Arbeit als Anerkennung und Auszeichnung 2015 den renommierten Vihuri International Prize erhalten. Sie ist Senior Fellow am Center on Conflict Development and Peace Building am Graduate Institute in Genf. Sie hat doktoriert in internationalen Beziehungen mit Schwerpunkt Mediation und Konflikttransformation. Und wenn ich jetzt auf all ihre zahlreichen Publikationen eingehen würde, dann wären wir
vielleicht am Mitternacht dann bereit für Ihren Vortrag. Das möchte ich Ihnen ersparen. Ich möchte nur auf zwei bahnbrechende Bücher hinweisen, nämlich Civil Society and Peace Building, A Critical Assessment, veröffentlicht 2010, und Peace Building, A Field Guide, veröffentlicht 2000. Ebenfalls benennen möchte ich Ihre bedeutsame Studie Making Women Count, die 2015 veröffentlicht worden ist. Genug der Vorrede. Es ist mir eine außerordentliche Freude, Ihnen, Frau Dr. Paffenholz, das Wort zu überreichen. Ja, merci vielmal und schönen Abend. Es freut mich, hier zu sein und in dieser zweiten Vorlesung. Wie Sie schon gehört haben, das Thema ist Frieden. Davon haben wir etwas wenig im Moment auf der Welt. Und mein Vortrag wird sich in vier Teile aufteilen. Ich werde erst ein bisschen darüber reden, in welchem Zustand ist die Welt und warum haben wir so wenig Frieden, um dann darüber zu kommen, was macht denn die Friedensförderung, was sind denn die Peacemakers, wie es im Testament heißt, was machen die denn? Und ich möchte auch noch darauf eingehen, was können religiöse Akteure beitragen zur Friedensförderung und ganz am Ende noch mal kurz, was kann die Schweiz auch beitragen? Lauter? Okay, gut. Winken Sie weiter, wenn es zu leise wird. So gut? Besser? Gut. Also, es hat ja immer so geheißen, dass es früher besser war. Ich glaube nicht, dass es früher besser war, es ist nur jetzt schlimmer. Das mal vorausgeschickt. Warum ist es so? Also statistisch gesehen haben wir im Moment wieder die höchste Anzahl von kriegerischen Auseinandersetzungen seit sozusagen dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben im Moment 55 aktuelle Konflikte, bewaffnete Konflikte, mit einer Laufzeit von im Durchschnitt 11 Jahren. Vor 5 Jahren waren es 33 mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Also das allein zeigt uns schon, dass die Krisen einfach nicht nur steigen, sondern dass sie auch länger dauern und schwieriger und komplexer werden. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben schon hier gehört von der Ukraine. In der Ukraine sind wir ja in der Situation, wo plötzlich Krieg wieder in Europa da ist. Und nicht nur das, ein Krieg, der plötzlich auch eine nukleare Dimension haben kann. Und vielleicht nicht mal so sehr, dass da Bomben geschossen werden, aber wenn wir einfach überlegen, eines von den Atomkraftwerken wird getroffen, haben wir eine nukleare Katastrophe. Das ist ja auch eine Sache, die ganz neu ist, eine neue Dimension. Ich denke, hier wurde auch schon, Sie hatten es erwähnt, in Westafrika haben wir eine Serie von Militärputschen gesehen. Wir haben steigende autoritäre Regime. Wir haben extreme autoritäre Regime wie in Afghanistan, in Myanmar. Wir haben einen Rechtsruck auf der ganzen Welt, wie wir zuletzt gesehen haben in Argentinien und in Holland. Was einhergeht mit extremer Polarisierung in unseren Gesellschaften, wo wir uns auch fragen, was passiert, wo ist die Friedensethik? Wir haben die sozialen Medien, die das alles extrem steigern und auch sehr, sehr, sehr verändern. Verändern im Sinne von, ich habe letzte Woche mit Jugendlichen geredet, die gesagt haben, ihre Hauptinformationsquelle ist TikTok. Und sie sind sehr schockiert über, was in Palästina passiert. Und sie sehen die Bilder, die eingespeist werden. Und sie sind depressiv und haben das Gefühl, es kommt der nächste Weltkrieg. Und wir sehen auch, dass die sozialen Medien ja in allen Konflikten eine Rolle spielen, die quasi ein zweiter Kriegsschauplatz ist heutzutage. Es ist nicht mehr einfach nur das, was auf dem Schlachtfeld passiert, sondern was auf den sozialen Medien passiert, ist heutzutage extrem einflussreich. Ich hatte es vorhin in unserer Vorbesprechung erwähnt, China stellt 100.000 Blogger an, um gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu bloggen. Das ist jetzt China. Das stellen Sie sich einfach mal vor, wie das in anderen Ländern ist und wie heute auch staatliche Akteure soziale Medien einsetzen als sozusagen Kampfwaffe gegen Veränderungsprozesse.
Das heißt, wir haben also wirklich, wenn wir jetzt auch noch Klimawandel ergänzen, der ja auch zusammenhängt mit all dem, wenn es Klimaveränderungen gibt, gibt es knappe Ressourcen, gibt es mehr Konflikte. Wir haben sozusagen ein Potpourri an, ich sage jetzt mal, Krisenpunkten erreicht, der wirklich so ist, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Don't Look Up, wo der Meteorit auf die Erde kommt. Ich denke, wir sind in dieser Situation bereits. Der Film ist eine sehr gelungene Persiflage, aber leider ist es ja doch sehr echt. Weil wenn es so weitergeht, wissen wir ja nicht mal mehr, ob der Planet überlebt. Also ich würde sagen, es ist schon eine sehr spezielle Situation. Warum ist es auch so speziell? Weil die internationalen Systeme, die für die Regulierung dieser Konflikte und Krisen da sind, alle versagen. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Wenn wir uns anschauen, der UN-Sicherheitsrat, die Schweiz, endlich ist die Schweiz im Sicherheitsrat. Was kann die Schweiz machen? Ganz wenig. Warum? Weil der Sicherheitsrat komplett blockiert ist. Wir haben sozusagen ein Veto nach dem anderen, es gibt keine Einigung mehr. Das heißt, das oberste Gremium, das dafür da ist, dass der Weltfrieden stabilisiert ist, funktioniert nicht mehr, funktioniert schlechter als während des Kalten Krieges. Wir haben zusätzlich, sehen wir, dass das ja auch Auswirkungen hat, wenn wir uns den Krieg in der Ukraine anschauen oder den Krieg jetzt zwischen Hamas und Israel. Wo sind die regionalen Organisationen, die dafür da sind, den Krieg in den Regionen zu regulieren? Auch die funktionieren nicht mehr, weil politisch alles sehr, sehr, sehr polarisiert ist. Das heißt, wir haben auch ganz neue Akteure. Die Schweiz, ein gefragter Mediator, Norwegen, ein gefragter Mediator, die UNO. Wer hat die Mediation gemacht, um die Geiseln rauszukriegen aus Palästina? Katar. Wer hat den Deal gemacht, um das Getreide aus der Ukraine rauszubringen? Die Türkei. Wer vermittelt gerade in verschiedenen afrikanischen Ländern? Afrikanische Länder selber. Das heißt, wir haben eine Neuausrichtung, dass plötzlich die, die eigentlich früher ganz wichtig waren, gar nicht mehr so wichtig sind. Interessanterweise hat der UN-Generalsekretär vor ein paar Monaten einen neuen, sehr großen Bericht rausgegeben, der heißt Eine neue Agenda für den Frieden. Und dort hat er gesagt, zum sehr großen Ärgernis einiger seiner Kollegen, dass die UNO gar nicht mehr so wichtig ist. Dass die UN in Zukunft eine unterstützende Rolle haben wird in Konflikten und Krisen und keine führende Rolle mehr. Was erstmal den Statistiken entspricht, heute leitet die UNO 4 Friedensprozesse. 4. Vor 10 Jahren waren es noch 12 bis 15. Heute ist es Syrien, Jemen, Libyen und Westsahara. In keinem dieser Prozesse gibt es Verhandlungen. In keinem einzigen. Seit Jahren nicht mehr. Das heißt, wir haben hier wirklich die Frage, erstmal zu klären, wer macht eigentlich überhaupt noch Frieden in dieser Welt, wenn die, die eigentlich dafür da sind, eben das gar nicht mehr machen können, weil die Systeme nicht mehr funktionieren. Vielleicht hier auch noch ein paar Beispiele. Ich war gerade in New York. Was ich interessant fand, eben ist, dass der Generalsekretär sehr klar ist über diese neue Rolle der UNO, während verschiedene, sozusagen auch hochrangige Mitarbeiter, alle noch so drum kämpfen und sagen, das kann doch nicht sein, dafür sind wir doch da. Und dieses Kämpfen, um dafür da zu sein, widerspiegelt sich dann, dass in den Ländern selber sehr viel gemacht wird, was immer gemacht wurde. Zum Beispiel in Syrien gibt es seit 2017 keinen Friedensprozess. Seit 2017. Aber es werden immer noch die gleichen Leute immer wieder eingeladen, sich zu treffen und zu reden, zu diskutieren. Und wird auch ganz viel Frauenförderung gemacht. Es gibt einen Trainingskurs nach dem anderen, wo syrische Frauen eingeflogen werden, Mediationstraining bekommen dafür, dass sie dann, wenn sie dann mal am Friedenstisch sitzen, auch fit sind. Ja, leider gibt es aber keinen Friedenstisch. Ich fand es auch interessant, ich hatte mehrere Diskussionen zu Afghanistan. Genau das Gleiche. Also verschiedene Länder, die gesagt haben, wir möchten jetzt wirklich was für die Frauen in Afghanistan tun. Ich sage, was macht ihr denn? Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation. Ja, die bekommen Trainingskurse in Verhandlungen, damit die dann am Tisch sitzen können und sich besser äußern können. Und ich sagte wieder, an welchem Tisch denn? Was gibt es denn aktuell für Verhandlungen?
Daraufhin kam die Antwort auch aus dem State Department in den USA. Im Moment gibt es Verhandlungen von den vielen Botschaftern westlicher Länder zur Normalisierung der westlichen Länder und des Verhältnisses zu den Taliban. Sage ich, sind das die Verhandlungen, die ihr beeinflussen wollt? Wäre ja eigentlich ganz sinnvoll. Sagen sie, nein, um Gottes Willen, die doch nicht. Die sind ja schlecht, weil die werden uns ja, die bringen uns ja dahin, wo wir nicht hinwollen. Das heißt, was ich beobachte, ist, dass die Systeme immer noch genau das Gleiche machen, was sie immer gemacht haben, aber dass der Kontext hat sich komplett verändert. Aber es gibt noch keine neuen Antworten. Ich bin ja oft eingeladen auf so Expertensitzungen bei Regierungen und war das auch kürzlich und dort wurde auf sehr hochrangiger Ebene diskutiert, was heißt das für uns dann eigentlich als früher, vormals einflussreiche Staaten? Was machen wir? Was ist eigentlich unser Beitrag heute noch? Also die stellen sich diese Fragen wirklich ernsthaft, aber finden keine guten Antworten. Und das Interessante ist, viele, denke ich, auch Expertinnen und Experten haben nicht so viele gute Antworten. Und ich beobachte allgemein, dass es sehr auch in den Expertenkreisen sehr polarisiert ist. Denken Sie an Ukraine. Es gibt so und so viele Friedensforscher, die sagen, ja, wir brauchen die und die Lösung und die anderen sagen, nein, wir brauchen die und die. Und es ist, ich erlebe das beim Klimawandel etwas anders. Da hat es doch nach einer Weile dazu geführt, dass es doch einige einheitliche Positionen gibt von den führenden Experten. In der Friedensforschung und auch in der Friedensförderung sind wir da weit entfernt. Es ist noch sehr polarisiert und sehr viel Meinungsgespräche, was ich sehr interessant finde. Gerade unter Wissenschaftlern sollte man ja eher über die Fakten reden als über Meinungen. Aber ich höre auch in vielen Interviews immer, also meiner Meinung nach, sollte man ja jetzt das in der Ukraine machen. Und ich sage dann immer, ja, was ist, wo ist die Evidenz? Die sollten wir doch als Experten liefern können. Was ist auch, was wir auch beobachten, ist, dass die Finanzströme sich verändern. Was heißt das? Zum Beispiel Schweden, nach dem Rechtsruck in der Regierung, Schweden war einer der Hauptförderer für Friedensförderung in der Welt. Das merken wir sehr deutlich, wir als Institution auch. Also wir hatten auch von Schweden Unterstützung. Und dieser ganze Sektor ist jetzt, leidet darunter, dass die Schweden sagen, wir machen jetzt nur noch Militärhilfe. Also zivile Friedensförderung ist bei uns nicht auf dem Programm. Und das sehen wir sehr deutlich, immer wenn es wieder Regierungswechsel gibt, kommt es zu absolut radikalen Veränderungen. In den USA reden im Moment alle darüber, wie es wird, wenn Trump wieder in die Regierung kommt. Ja, das ist das große Thema. Und viele denken, dass der wird kommen, auch wenn man mit Leuten aus dem demokratischen Spektrum spricht. Das heißt also, wo geht das Geld hin, beeinflusst. Was kann denn dann die Friedensförderung eigentlich tun und was macht sie denn eigentlich? Ich habe eine ganz kurze Antwort. Nicht genug. Aber das war es natürlich noch nicht. Ich habe mir auch gerade überlegt, als Sie gesagt haben, was ist eigentlich Frieden? Da habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte ich auch dazu was sagen. Also ich denke, ich habe darüber auch geschrieben in einem Artikel, der heißt Perpetual Peace Building. Für mich ist Frieden eine Utopie. Frieden ist eine Utopie, die nie erreicht werden kann. Aber was wir uns bemühen sollten, ist möglichst nah hinzukommen und nie aufzugeben. Und ich definiere das Frieden so, den Weg dahin, dass Gesellschaften sich ständig verändern. Ob das Gesellschaften in Konfliktländern sind oder ob das die Schweiz ist. Und ich nenne das, dass es eine ständige sozusagen, wie heißt das jetzt auf Deutsch, die Neu- und die Rückverhandlung von sozialen Verträgen ist. Deswegen Neuverhandlung, weil meistens hat man ja schon verhandelt. Gott sei Dank in der Schweiz wird diese Neuverhandlung, findet die nicht gewaltsam statt. In vielen anderen Ländern finden diese Neuverhandlungen gewaltsam statt. Das hat auch den Grund, warum viele Strategien der Friedensförderung nicht funktionieren, weil sie auf einem falschen Modell von Frieden basieren. Sie basieren nämlich auf dem Modell, Friede bedeutet erstmal die Abwesenheit von Gewalt. Wir machen einen Waffenstillstand, dann beenden wir den und dann setzen wir eine Friedensmission ein.
dann kommt eine Umsetzungskommission, dann setzen wir das alles um und danach ist gut. Aber so funktioniert die Welt eben nicht. Die Welt ist so, dass es in der Regel sowieso dann nicht gut ist, sondern dass dann nur eine sehr wichtige Etappe erreicht ist. Und danach wird es wieder neue Probleme geben und dann kommt eine neue Etappe. Viele Leute haben zum Beispiel gesagt, Tunesien ist gescheitert. Tunesien ist das einzige Land, das den arabischen Frühling quasi überlebt hat. Und dann kam sozusagen die neue Regierung und alle sagten, Tunesien ist jetzt gescheitert. Ich habe gesagt, nein, die Transition in Tunesien ist einfach unterbrochen. Das wird auch wieder weitergehen. Wir wissen nur nicht wann und wir wissen nicht unter welchen Bedingungen. Wie können wir in der Friedensförderung helfen, dass die Prozesse wieder in Gang kommen und nicht denken, wir können die Welt komplett fixieren. Das können wir nicht. Wir können alle, die wir hier sitzen, beeinflussen und das sollten wir auch. Weil da komme ich noch zu, was Ihre Hausaufgaben sind. Ich wollte vielleicht, bevor ich sage, was die Friedensförderung alles anders machen könnte, nochmal sagen, was macht sie denn eigentlich? Also das haben wir jetzt ja schon gehört, sie macht vieles, was sie immer macht, aber was ist es? Einfach nur mal, es gibt natürlich, wie Sie wissen, diplomatische Friedensförderung, wenn Staaten Regelungen machen. Die Schweiz hat sehr viel investiert in multilaterale Friedensregelungen, wo man guckt, wie kann die UNO, die OSZE in Osteuropa unterstützt werden mit Expertise, mit Finanzen, damit die sozusagen vor Ort die Konflikte regeln. Es gibt natürlich sehr viel Förderung von Zivilgesellschaft. Wie können Zivilgesellschaften in den verschiedenen Ländern vor Ort Frieden regeln und wie kann ihnen sie unterstützt werden? Unterstützung ist sehr viel mit einerseits Expertise, mit Finanzen. Es gibt sehr viel Versöhnungsprozesse, die unterstützt werden. Es gibt unheimlich viel Israel-Palästina, gab es mit die größte Summe seit dem damaligen Oslo-Abkommen, dem ersten Friedensvertrag, gab es die sogenannten People-to-People-Projekte, also ganz viele Projekte, wo von Jugendaustausch bis Austausch unter Lehrern, unter verschiedenen Berufsgruppen, die wurden zusammengeführt mit der, ich sage ich mal, Theorie dahinter, wenn die Menschen nur miteinander reden und klarkommen, dann sehen doch die, dass das keine Feinde sind. Die können dann Feindbilder abbauen und dann wird sich das positiv auf die Gesamtgesellschaft ausüben. Leider hat es irgendwie nicht geklappt oder was ist das Problem? Wenn wir uns das zum Beispiel anschauen, dieses Beispiel, es gab da viele Evaluierungen dazu und es wurde festgestellt, dass all diese Projekte, von denen es auch in sehr vielen gespaltenen Gesellschaften, Sri Lanka, Nordirland, Zypern, gibt es also ganz, ganz viele solche Projekte. Warum haben die nicht diesen Effekt gebracht, den wir von der Theorie her gehofft haben? Und eigentlich ist es ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie schicken Ihr Kind jetzt in so ein Jugendcamp, wo es Versöhnung lernen soll. Erstens machen sie das, weil sie glauben, dass Versöhnung richtig ist. Das war schon das erste Problem. Nämlich alle, die dahin kamen, kamen schon aus Hintergründen, wo sie gesagt haben, Frieden ist gut. Und die meisten Leute, die Gegenteile meiner Meinung sind, und zwar die Mehrheit der Menschen in den Ländern, die gingen gar nicht zu diesem Programm. Das hat man dann festgestellt in wissenschaftlichen Untersuchungen mit Kontrollgruppen und so weiter. Interessanterweise hat man auch festgestellt, wenn man Kontrollgruppen gefragt hat, die gar nicht dahin gingen, die aber gern gegangen wären, hat man sie gefragt, und was hast du erhofft, dorthin zu gehen? Ja, ich wollte mehr von Frieden und Versöhnung lernen. Danach hat man einfach gemerkt, aha, die waren noch gar nicht dort, waren aber schon für den Frieden. Was dann auch passiert ist, der Ansatz ist natürlich sehr individuell. Wenn jetzt sozusagen das palästinensische Kind und das israelische Kind zusammen in dem Camp sind, natürlich mögen die sich. Na klar, wie alle Kinder. Und dann kommen die nach Hause und die Eltern sagen, spinnst du? Die Palästinenser sind alle schlecht oder die Israelis sind alle schlecht. Der Kontext, in dem das eingebettet ist, ist gar nicht mit einbezogen worden. Ja? Es gab nicht, die Eltern wurden in den Schulprojekten nicht mit einbezogen, nur die Kinder. Das andere ist, selbst wenn all die gesagt hätten, wir wollen jetzt Veränderungen, passiert auf politischer Ebene nichts.
Und wir haben in all diesen Ländern gemerkt, ich kann so viele Friedensausstellungen haben, wie ich nur möchte in Palästina oder Israel, wenn die politische Klasse nicht dazu ist und nicht dazu stimmt und auch nicht die Unterstützung bekommt, die sie hat, dann ist Veränderung sozusagen, dass die nur aus dem sozialen, individuellen Umfeld kommt, einfach schwer möglich. Da muss mehr passieren. Da muss mehr passieren, wie wir zum Beispiel gesehen haben im Sudan, als die Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, Ende dieses Diktators, und haben unendliches Leid in Kauf genommen und sind so viele Menschen gestorben, bis sie es geschafft haben, dass Bashir, der Diktator, aus dem Land war. Oder die Hongkong-Demokratiebewegung, die nicht aufgeben zu kämpfen, aber sie haben es sehr, sehr schwer. Und wir sehen auch im Sudan, wir würden nicht sagen, die Transition ist gescheitert, sondern sie ist jetzt wieder, ist ein Krieg ausgebrochen, der gar nichts zu tun hatte mit diesen politischen Kräften, die auf der Straße waren, sondern ein reiner Machtkampf zwischen zwei Generälen, die gerne beide die Macht hätten. Aber wie kommt das, dass man nach einem friedlichen sozusagen Machtübernahme plötzlich diese Menschen wieder die Macht haben? Die Analyse, die wir und sicher auch viele andere teilen, ist, dass die internationale Staatengemeinschaft einen großen Anteil daran hat, weil sie systematisch gesagt hat, die zivilen Kräfte sollen sich doch bitte mit den militärischen Kräften einigen und dann eine gemeinsame Regierung machen. Die internationale Staatengemeinschaft hat nicht gesagt, diese Menschen haben hier Frieden gebracht, diese Menschen haben einen Diktator gestützt, die sollten wir alle unterstützen. Wir sollten nicht mehr weiter die Militärs unterstützen. Das haben sie aber nicht gemacht, weil sie gedacht haben, in dem alten Schema, wir haben hier die A's und die B's, die müssen zusammengebracht werden und dann gibt es schon irgendwie Frieden. Passiert aber nicht. Im Moment gibt es keine Verhandlungen, aber es gibt einen Verhandlungsort in Saudi-Arabien, wo die USA und Saudi-Arabien diese beiden Generäle zusammenbringt. Im Moment nicht sehr erfolgreich, wir hoffen aber irgendwann doch. Parallel dazu, sehr interessant, gibt es einen zivilen, ich sage nicht zivilgesellschaftlichen, es gibt einen Prozess aus einer Mischung aus politischen Parteien, die nicht bewaffnet sind, und Zivilgesellschaft, die einen eigenen politischen Prozess aufgleisen und der vielleicht auch demnächst unter der Schirmherrschaft von der Afrikanischen Union stattfinden wird. Die große Frage ist jetzt, was macht man denn mit den Bewaffneten? Früher war es nämlich so, die Bewaffneten haben alles ausgehandelt und dann hat man überlegt, wie man die anderen integriert. Jetzt haben wir also einen interessanten Prozess, dass die große Frage ist, was machen wir mit den bewaffneten Akteuren, wenn wir doch schon einen legitimen zivilen Prozess haben, was eine sehr gute Sache ist, weil in die Richtung muss es gehen, dass die zivilen Akteure die Zukunft des Landes gestalten und das Problem in der Sache die bewaffneten Akteure sind. Das wiederum funktioniert aber nur, wenn auch die großen Akteure dieser Welt das genauso sehen. Das ist für mich zum Beispiel Arbeit, die wir machen, da hinzugehen, mit den Amerikanern reden, mit anderen reden und sagen, das ist euer Problem, löst es, ihr könnt es. Ihr habt doch genug Freunde in der Region, nutzt sie. Und das ist auch so die neue Rolle, die es braucht, dass es neue Allianzen braucht. Und es braucht vor allem auch mehr Kreativität. Was ich sehr viel sehe, ist, wenn alle noch in diesen alten Verfahren drin hängen, kommt man nicht auf kreative Ideen. Ich war vor 2 Wochen zusammen mit einer Gruppe von jemenitischen Frauen, die ich schon länger kenne. Die haben sehr viel von der UNO Unterstützung bekommen im Friedensprozess, der, wie gesagt, seit 8 Jahren nicht mehr existiert. Und sie sagen alle, die UNO muss uns jetzt einen Sitz an diesem Tisch geben. Wir haben dann wieder darüber geredet, dass es ja keinen Tisch gibt und was denn ihre eigenen Ideen sind, was zu verändern. Es kam nichts. Dann habe ich gesagt, naja, aber wer sind denn die, die einflussreich sind auf euren Konflikt? Dann haben sie gesagt, ja, die Golfstaaten, unsere eigenen politischen bewaffneten Akteure, sage ich, warum redet ihr denn nicht mit denen? Dann waren sie, ja, aber wir sollten doch mit der UNO reden. Also selbst die Akteure selber in vielen Ländern sind blockiert, weil sie auch noch so in dem Schema sind, die unterstützen uns. Es war wirklich herzzerreißend, wie die Frauen in Afghanistan bis zur letzten Minute daran geglaubt haben, dass die westlichen Länder was für sie tun. Wir haben am Ende nur noch Listen von Namen geschrieben und die weitergereicht, damit die Leute evakuiert werden, ja, weil man nichts anderes mehr tun konnte. Aber der Glaube war da. Wir reden mit denen,
westlichen Ländern, die ja für Frauenförderung sind, die helfen uns dann. Nein, das machen sie nicht. Und das jetzt auch umzudrehen und zu sagen, wie könnt ihr euch denn selbst helfen? Und wer sind die Akteure, mit denen ihr zusammenarbeiten könntet, müsstest, solltet? Ja? Das sind die neuen Fragen. Ein anderer Punkt, der mir noch auffällt, ist, es braucht mehr Bescheidenheit. Gerade im Westen, es läuft ja alles, es gibt so eine neue Diskussion, die heißt Lokalisierung, wo es darum geht, wie kann man eigentlich mehr direkt Menschen vor Ort fördern und nicht immer über andere, über Mittler, über internationale Organisationen oder über Schweizer NGOs. Wie kann eigentlich die Unterstützung direkt dahin kommen? Aber in der Debatte ist natürlich eigentlich viel mehr. Da steckt natürlich auch dahinter, wie können die Menschen ihre eigenen Probleme lösen und nicht mehr abwarten, bis ob jetzt aus dem Westen zufällig was kommt oder nicht und wenn ja, was? Ja? Sie müssten mal so Projektanträge sehen, was lokale Organisationen ausfüllen müssen. Da müssten die eigentlich erstmal 3 Leute an die Universität schicken und in Trainingskurse, damit sie diese Formulare ausfüllen können. Und deswegen gibt es ja auch immer die Mittler, weil die füllen dann die Formulare aus. Anstatt, dass man den Leuten auch mal traut und sagt, wieso reden wir hier immer über Evaluierung und all das? Wieso kann man nicht einfach mal sagen, wir gucken uns diese Organisationen an, wir gucken, ob die funktionieren oder nicht und dann vertrauen wir denen einfach mal und dann gucken wir, was passiert. Das heißt, es ist eigentlich noch ein zutiefst koloniales Verhalten, auch in der Friedensförderung. Und es gibt auch so eine Debatte über Dekolonisierung, ja, von Entwicklungshilfe, von Friedensförderung. Aber es ist in der Friedensförderung noch eine ganz junge Debatte. Aber ich denke, es ist eine ganz wichtige Debatte, denn wir können ja nicht immer so weitermachen, dass wir im Westen die Trainingskurse bestimmen, die Trainingsmodule und wir erzählen den Leuten, was wichtig ist, was sie lernen sollen. Und dass das, was sie schon wissen, eigentlich unwichtig ist, weil es nicht in unseren Guidelines und so drin steht. Aber das ist, was passiert. Wer schreibt denn die Handbücher für die Menschenrechte? Oder so. Da gibt es, wenn man Glück hat, mal Konsultationen. Aber der Mechanismus ist Konsultationen, nicht die. Ich hatte das gerade, glaube ich, meinem Kollegen vorher erzählt. Ich war bei der britischen Regierung und wir haben darüber geredet, dass die britische Regierung einen neuen nationalen Aktionsplan für Frauen und Frieden und Sicherheit hat. Das macht man so alle 4-5 Jahre neu, wo dann die Regierung groß darstellt, was wollen wir in dem Bereich machen. Und sie haben gesagt, zum ersten Mal, seitdem es diesen nationalen Plan gibt, haben wir auch eine Komponente in Großbritannien selber. Aber da haben wir noch keine Ideen für. Dann habe ich gesagt, na warum macht ihr es denn nicht so, wie ihr es immer macht? Die so, was meinst du denn? Ja, ihr könntet doch jetzt mal das umdrehen und ihr könntet doch mal eine Expertenkommission aus dem globalen Süden einladen, die euch hilft, wie ihr in England Frauenförderung machen könnt. Und die haben mich angeschaut und dachte, der spinnt die. Das heißt, ich habe gesagt, aber ihr macht das doch immer. Ihr schickt eine britische Expertenkommission, die geht dann da nach Burkina Faso und erzählt den Leuten, was sie so tun sollen. Also, das macht ihr doch immer so, dann könnt ihr es doch auch mal umgekehrt machen. Und sie, aha. Also, da ist mir klar geworden, da ist noch viel zu tun. Also, die Wörter, wenn wir diese ganzen sozusagen UN-Resolutionen und was es alles gibt, lesen, da steht das alles drin. Steht da alles drin. Es wird nur nicht umgesetzt. Die Frage ist, warum es nicht umgesetzt wird. Ich meine, da gibt es viele Antworten. Eine davon ist, es ist einfach unangenehm. Nicht? Es ist doch viel einfacher, es nicht zu tun. Vor allem, wenn es da gibt es dann aber keine Rechenschaftslegung. Die gibt es nur für die lokalen Organisationen. Wenn die Internationalen was nicht umsetzen, heißt es, das hatten wir noch nicht Zeit, das machen wir dann später. Also ich denke, wir müssen wirklich auch darüber nachdenken, wie Systeme verändert werden können. Jetzt habe ich nicht auf meine Uhr geguckt. Wie lange haben wir noch? Ja, nicht ich, ich erzähle Ihnen sonst den ganzen Abend noch was. Jetzt ist es 7, wie lang? 15 Minuten. Dann sollte ich nämlich jetzt mal langsam dazu den religiösen Akteuren kommen. Aber vorher noch eine Sache, damit das, weil das Teil Ihrer Hausaufgaben ist. Was Sie jetzt von mir schon gehört haben, ist, dass Frieden ist in den letzten 10 bis 20 Jahren eine Expertensache geworden. Ja? Wir haben Studiengänge. Ja,
Peace and Conflict Studies, Friedens- und Konfliktforschung in ganz vielen Universitäten. Wir haben Trainingskurse, Professionalisierung, Handbücher. Das gab es alles nicht vor 20 Jahren, 30 Jahren. Wir sind Profis. Das ist aber Teil des Problems. Denn was machen Sie denn dann? Ja? Was machen wir denn alle als Menschen? Wir reden von Ethik, wir reden von, was tragen wir alle zu dem Frieden bei, was auch immer Frieden ist. Jeder hat bestimmt eine eigene Meinung dazu und auch einen eigenen Beitrag dafür. Und genau diese Arbeit am Frieden und diese, auch die freiwillige Arbeit, die es früher ganz viel gab, ist ganz viel verloren gegangen. Wir lassen das jetzt alles den Experten. Und wir sehen auf der anderen Seite in den sozialen Medien, gibt es eigentlich eine neue Landschaft, einen neuen Ort, wo jeder Beiträge leisten kann. Leider werden sie nicht so oft für das Positive beigetragen. Aber ich erzähle Ihnen eine Sache, die habe ich mal im Radio gehört. Und zwar, es war genau kurz vor Covid. Es war ein Beitrag im BBC über einen nordkoreanischen Flüchtling, der nach Südkorea kam und hatte natürlich gedacht, dass er dort mit offenen Armen empfangen wird. War aber nicht so. Der wurde ganz schlecht behandelt und es war auch die Zeit, als die Debatte rauskam, dass ganz viele Nordkoreaner ganz furchtbar schlecht behandelt werden in Südkorea. Und was der gemacht hat in seiner Frustration, er hat sich auf die Straße in Seoul gestellt, hatte ein Schild um, da stand drauf, umarme einen Flüchtling. Und er hat die Kamera laufen lassen und hat den ganzen Tag Menschen umarmt. Das hat eine Debatte ausgelöst in ganz Südkorea, wie Flüchtlinge behandelt werden aus Nordkorea. Hatte innerhalb von 24 Stunden auf sozialen Medien 1 Million Hits und hat also eine ganze Debatte ausgelöst. Ich will nicht sagen, dass jeder das immer erreichen kann, aber ich denke, wir können ganz viel erreichen. Mit ganz vielen kleinen Dingen, die wir denken, dass sie klein sind, aber wenn sie ganz viele Dinge sind, dann werden sie vielleicht irgendwann mal ein Tsunami. Und ich denke, es ist wieder wichtig, dass Friedensförderung wieder für uns alle da ist und nicht nur für Experten, sondern dass es beides gibt, dass wir alle auch in der Pflicht sind, unsere Beiträge zu leisten und uns bemühen, was das ist in meinem Umfeld, was kann ich beitragen? Diese Frage, das ist Ihre Hausaufgabe. Und ich möchte, dass Sie in den nächsten Tagen versuchen, jeden Morgen eine Antwort zu haben. Es darf auch die gleiche sein. Was können religiöse Akteure beitragen? Wir haben schon gehört, religiöse Akteure und auch Religion ist ja in den meisten Gesellschaften sehr, sehr einflussreicher Bestandteil der Gesellschaften. Je mehr wir in den Süden kommen, desto mehr mittlerweile. Und wir haben auch gehört von Ihnen, Religion hat ein friedensförderndes, genauso wie ein konfliktförderndes Potenzial. Ich hätte genau das gleiche Beispiel gebracht, wie die Patriarchen in Ukraine und Russland die Panzer segnen. Es gibt aber auch die untere Ebene der Priester in beiden Ländern, die anderer Meinung sind, die nicht die offizielle Meinung haben, weil wir sehen, dass die offizielle Kirche in dem Fall sehr politisiert ist. Die Patriarchen ausgewechselt wurden. Und was wir also sehen ist, erstmal Religion hat das Potenzial. Die Frage ist, was braucht es, damit das Potenzial genutzt werden kann? Wir haben eine größere Studie gerade rausgegeben. Wenn ich irgendwelche Studien erwähne, die wir machen, die können Sie alle auf inclusivepeace.org Website finden. Da haben wir uns über 40 Länder angeguckt und was haben religiöse Akteure beigetragen in Friedensprozessen. Wir benutzen diese Informationen, um dann religiöse Akteure zu beraten in Ländern, was sie tun können, aufgrund von diesen komparativen Erfahrungen. Und ein wesentlicher Punkt, der rauskam, ist, dass religiöse Akteure, ob das jetzt Kirchen sind oder Moscheen oder welche Konfession auch immer, das Wichtigste ist, dass sich die Kirche in einem Land besinnt, was ihre eigene Sozialethik ist, wofür sie da ist. Und es ist wirklich interessant gewesen, wir haben in vielen Gesprächen auch festgestellt, dass wirklich Bischöfe erzählt haben, wir haben 2 Jahre gebraucht, bis wir uns in der Bischofskonferenz geeinigt haben, dass unsere Friedensethik für diesen Friedensprozess ist. 2 Jahre.
Es heißt, dass das aber die Voraussetzung ist, dass eine Bischofskonferenz oder in anderen Konfessionen, andere Gremien überhaupt handeln können, weil sie erstmal sich untereinander einigen müssen, wohin sie gehen wollen. Das ist das Erste. Danach kommt erst die Ökumene. Das haben wir sehr deutlich gesehen. Wenn sich nicht die einzelnen Kirchen untereinander einigen, kann es nicht zur Ökumene kommen. Wir arbeiten mit Religion für den Frieden, das ist ein internationales Netzwerk, zusammen in Afrika. Die unterstützen religiöse Akteure in verschiedenen Ländern und wir unterstützen sie. Und ein Kollege von mir war jetzt gerade in Tigray, im Norden von Äthiopien. Sie wissen, da war auch ein Krieg längere Zeit. Die orthodoxe Kirche drohte Spaltung. Die waren also sehr unterschiedlicher Meinung zu diesem Krieg. Und nachdem die Regierung den Krieg gewonnen hat und man sich die Hand gereicht hat, hat die orthodoxe Kirche jetzt auf der offiziellen Seite gesagt, wir versöhnen uns auch jetzt wieder mit unseren Kollegen im Tigray. Alles klar, alles gut jetzt. Dann kam unser Kollege nach Tigray und die sagten, gar nichts ist gut hier. Wir sind komplett traumatisiert. Wir können nicht einfach sagen, jetzt geht's so weiter. Wir arbeiten in Äthiopien und unterstützen einen nationalen Dialog, wo alle Akteure, nicht nur religiöse, politische, Zivilgesellschaft, zusammenkommen und über die Zukunft des Landes reden. Und unsere Idee war, wir möchten gern die religiösen Akteure in Tigray mit in diesen Prozess bringen. Und die haben gesagt, wir wollen ja gar nicht drüber nachdenken. Wir sind traumatisiert. Dann haben wir zum ersten Mal einen Trauma-Heilungs-Workshop gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Und das war die Voraussetzung dafür, dass die Menschen danach überhaupt wieder über Inhalte reden konnten. Sie mussten erstmal auch ihre ganzen Trauma, die Trauer auch und all das, das musste erstmal raus, bevor sie in der Lage waren, überhaupt über die Möglichkeit von dem nationalen Frieden wieder zu reden. Wenn wir jetzt mit unserer fertigen Werkzeugkiste gekommen wären und gesagt hätten, ihr braucht jetzt mal Training in nationalem Dialog, dann hätten die uns einfach nur heimgeschickt. Und das haben sie auch gesagt, das war wirklich toll. Der Kollege kam und hat gesagt, so viele Leute kamen nach Tigray, aber die haben alle mal kurz gehört, dann sind sie wieder gegangen. Aber ihr seid zurückgekommen und dann habt ihr uns das gegeben, was wir brauchten und nicht das, was ihr dachtet, was wir brauchen. Und ich glaube, das ist auch diese Bescheidenheit, die ich meine, die wichtig ist in unserem Umfeld, dass wir zuhören und nicht einfach sagen, ich weiß schon alles, hier ist mein Kasten und mein Koffer. Und diese neue Bescheidenheit, die eigentlich ja immer da sein sollte, aber wir müssen sie neu entdecken, weil wir in der ganzen Professionalisierung das verloren haben. Und religiöse Akteure sind einfach ganz wichtig. Wenn wir denken in Nordirland, wie die Kirchen gespalten sind auf den politischen Seiten und bis heute gibt es zum Beispiel Schulen, die einfach anhand der Konfessionen gehen. Ich kann nicht mit einem Katholiken in die Schule gehen, wenn ich Protestant bin in Nordirland. Und das sehen wir immer wieder, dass sozusagen wie Kirche funktioniert in der gesellschaftlichen Umsetzung und auch Schulen funktionieren, einen extrem wichtigen Beitrag für Gesellschaft leisten. Denn wenn wir Schulen haben, die offen sind, ökumenisch, dann fangen die Kinder ja schon im Kleinen an zu praktizieren, was Ökumene ist. Aber leider findet das nicht immer statt, gerade in diesen Gesellschaften, die so getrennt sind. Vielleicht noch ein letztes Wort zu religiösen Akteuren. Religiöse Akteure, das haben wir ja sogar am jetzigen Papst gesehen, als der noch in Argentinien war, war er die offizielle Kirche. Die Jesuiten haben sich gegen die autoritäre Regierung eingesetzt. Er selber als offizielle Kirche konnte das gar nicht. Die Kirche ist immer auch gespalten und ich denke, es ist wichtig, dass internationale kirchliche Netzwerke Solidarität bringen. Das sehen wir immer wieder, wenn wir mit kirchlichen Netzwerken arbeiten, wie diese Solidarität auch zeigen kann, ihr seid nicht allein. Wir haben das auch schon in anderen Ländern gesehen. Es gibt da Auswege. Man kann das und das machen. Wir bringen viele Akteure zusammen von verschiedenen Ländern, um ihre Erfahrungen zu teilen, damit sie merken, sie sind nicht alleine. Weil wenn man in dieser Situation ist, denkt man immer, unser Land ist das Schrecklichste. Das passiert jetzt nur uns, aber es ist ja leider nicht so. Und dieser Austausch ist auch oft sehr bereichernd, wenn die Menschen zusammenkommen und lernen, ach, und wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr da rausgekommen? Wie konntet ihr das überwinden? Deswegen gerade
Ich denke, der große Vorteil von kirchlichen Akteuren ist die internationale Vernetzung. Man kann immer irgendjemand mit reinbringen, der diese Erfahrung schon mal hatte, oder irgendjemand, der einflussreich ist, weil er auf demselben Level agiert. Das geht nicht immer. Im Moment mit den Patriarchen in der Ukraine und Russland geht es nicht, aber es wird der Zeitpunkt kommen. Und es muss einfach auch vorbereitet sein. Und ich denke, das ist auch Aufgabe von Friedensförderung, hier eben in die Zukunft zu arbeiten und nicht immer nur an das, was jetzt gerade ist. Vielleicht noch ein letztes Wort zu Israel-Palästina. Was wir im Moment sehen ist, also dass es furchtbar schrecklich ist, glaube ich, steht nicht in Frage, wie viele Menschen schon gestorben sind und wahrscheinlich noch weiter sterben werden. Wo die große Chance besteht im Moment ist, dass alle Beteiligten sehen, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Dieser Konflikt hat so viele Lösungsoptionen schon erarbeitet bekommen, aber nichts klappt, weil der politische Wille nicht da ist. Die große Chance, die ich jetzt sehe, ist, dass die Länder der Region merken, das ist ihr Problem. Da kommen nämlich nicht mehr die Amerikaner und die EU und werden es lösen, sondern da kommt vielleicht dann die Golfstaaten und Saudi-Arabien und wer auch immer. Und ich glaube, das ist genau richtig, dass jetzt ein regionaler Friedensprozess angeleiert wird. Denn Palästinenser leben in allen Staaten der Region und in den meisten haben sie nicht mal Arbeitsrecht seit 20 Jahren. Ja, und dieser Konflikt kann nicht in Israel und Palästina gelöst werden, der kann nur in der gesamten Region gelöst werden. Und das ist die große Hoffnung, dass dieser schreckliche Krieg vielleicht den Menschen eröffnet, dass wirklich was getan werden muss. Ich war sehr beeindruckt, als ich in den USA war. Ich war der Meinung, dass in den meisten Kreisen das einfach pro-israelisch ist in den USA. Das war nicht so. Das war sehr ausgewogen. Das war vor allem auch sehr frustriert und sehr traurig. In den Universitäten, die ich besucht habe in den USA, mussten Traumazentren eröffnet werden für Studenten. Die konnten gar nicht mehr in die Vorlesung kommen, weil die so schockiert waren über was passiert in Israel und Palästina. Und das zeigt, wie eben durch die sozialen Medien all diese Konflikte heute hier sind für uns alle. Und ich fand es wirklich interessant, dass dort eher differenziert auch diskutiert wurde als polarisiert. Das macht mir Hoffnung, weil ein bisschen Hoffnung brauchen wir auch. Was kann denn die Schweiz machen zum Abschluss? Ist gar nicht so einfach, denn nach allem, was ich gesagt habe, auch die Schweiz muss, denke ich, eine neue Reflexion haben, was die Schweiz in der Friedensförderung wirklich machen will, im Lichte der neuen geopolitischen Situation, im Lichte eines blockierten Sicherheitsrats, kann die Schweiz auch nicht einfach so weitermachen. Das ist, glaube ich, das Erste, was mir einfällt. Und die Schweiz, denke ich, muss auch mehr realitätsbezogen arbeiten und sich die Welt anschauen, wie sie ist, und nicht die Welt, wie sie kreiert wurde, als die Schweiz angefangen hat, Friedensförderung zu machen in 2000, 2001. Da ist viel passiert und die Schweiz weiß das auch, aber ich sehe immer noch nicht, dass das wirklich schon überhaupt ein Umsetzungsthema ist. Ja? Es gibt sicher Diskussionen, aber ich glaube, wir sind hier in der Schweiz genauso wie in anderen Ländern, brauchen wir einen Umdenkungsprozess, wie wir zusammenarbeiten mit dem globalen Süden, mit neuen Partnern, vielleicht auch mit Partnern, die uns nicht gefallen. Und wie wir schwierige Diskussionen haben und wie wir vor allem auch Diskussionen haben, die das, was im Ausland passiert und was bei uns passiert, zusammenbringen. Denn ich glaube, es ist immer so, da drüben, da hinten, und hier sind wir. Aber es ist ja so verzahnt, dass unsere Migrationsdebatten hier betreffen ja die Menschen dort. Unsere Debatten betreffen uns. Ja, wer hätte gedacht, dass wir so viele Kriege haben, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen und Positionen beziehen oder auch nicht. Vielleicht sollten wir auch weniger Positionen beziehen und einfach nur überlegen, was können wir tun. Und selber aus dieser Polarisierung uns nicht einlassen auf die Polarisierung, die ja schon in der ganzen Welt passiert. Und uns mehr überlegen, was können wir als Menschen tun? Was würden wir denn tun und denken und uns gerne wünschen, wenn wir in so einer Situation wären, dann brauchen wir sicher keine Positionalisierung und Polarisierung, ob jetzt die eine Organisation oder die andere unterstützt wird oder nicht, sondern wir brauchen vor allem Menschlichkeit. Wie können wir diese Menschlichkeit leben?
für uns selbst und wie können wir die auch in die Gesellschaft tragen? Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir uns hier fragen sollten. Und damit komme ich zum Ende und ich hoffe, dass Sie Ihre Hausaufgaben gut machen. Vielen Dank.